Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den NYX Countdown to New Year Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 59,95 Euro, enthält 31 Kläppchen, weil wir da ja vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember quasi die Tage durchgehen können und das ist im Prinzip kein richtiger Adventskalender, sondern ein Countdown zum neuen Jahr Adventskalender. Es gibt auch eine Variante mit 24 Kläppchen, glaube ich, oder 12, ich weiß nicht, ich glaube 24, den habe ich mir gestern bestellt, der kommt jetzt demnächst auch noch hier an und werde ich unboxen. Ich glaube, den gab es bei Douglas oder bei Flaconi, verlinke ich dir mal unten in der Infobox oder bei Fantastic. Also, NYX Professional Makeup, Gimme Superstars. Okay, 31 Countdown to New Year 2022. Und hier sollen ja einfach die Superstars drin sein. Gib mir Superstars. Okay, also hoffe ich, dass wir hier dann auch die besten Produkte von NYX drin haben werden. Bin ich mal gespannt. Schade, tatsächlich bei dem Preis, dass ich ein Haar im Auge habe, dass das ein Kläppchen-Adventskalender ist, auch wenn er beautiful aussieht. Da können wir uns nicht beschweren. Und jetzt stelle ich den auf Erwin und dann gucken wir uns die Nummer 1 an. Die Produkte sitzen bombenfest da drin, deswegen habe ich mir jetzt eine Schere als Aufmachhilfe geholt. I have a headache, also ich habe Kopfschmerzen. Okay, 1,5 Gramm. Das ist ein Lidschatten und das ist ein Monolidschatten. Und das ist eine ziemlich langweilige Farbe von einem Monolidschatten. Aber es kann ein Superstar sein. Denn das hier verwende ich halt auch immer, um mein Lid zu setten. Ich habe keine Ahnung, was meine Kamera gerade fixieren will. Jetzt macht sie mein Gesicht. Ja, läuft. Toller Einstieg. Geht so. Ich weiß nicht, was hier dran ein Superstar sein soll. Ein Lippenbalsam, ja, okay. This is Everything Lip Loving Balm. Hier haben wir drin 12 Gramm, wenn ich das richtig lese. Ist dieser hier, ist halt so ein Pöttchen, ne? Ich mag das halt ungern, dass wenn ich unterwegs bin und mir einen Lippenbalsam auftrage, dass ich mit dem Finger in ein Pöttchen reingehe, weil ich halt selten mal so ein Waschbecken mit dabei habe. Eigentlich nie. Halt so Handdesinfektion, ja, aber das will man dann auch nicht auf den Lippen und so, ne? Also, in der Nummer 3 haben wir dieses Produkt und das ist eine HD Studio Phytogenic, das ist ein Concealer. Mutig, sehr mutig, ein Concealer in einen Adventskalender zu packen, denn du weißt ja nicht, welche Farbe hat denn die Person, die das auspackt. CW06 ist mir natürlich minimal zu dunkel, also könnte ich vielleicht sogar fast als Bronzer verwenden. Schade Schokolade. Leute, es tut mir unheimlich leid, aber ich muss den Adventskalender jetzt vor mich hinlegen, weil, ey, du kriegst den ja nicht auf, ne? Oh Gott. ja, jetzt habe ich es rausgekriegt, es war ein bisschen verrutscht. Und zwar haben wir hier ein Augenstift mit dabei in der Farbe Dark Brown. Das finde ich cool, kann man schön als Kajal oder als an der unteren Wasserlinie verwenden, um es auszusmatschen. Und in diesem anspitzbaren Stift haben wir 1,1 Gramm drin. Ein Lip Liner haben wir hier mit dabei, NYX Suede, in der Farbe Toulouse, 1 Gramm ist hier drin. Okay, das wird aber bestimmt eine Full Size sein, ne? Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Und das ist so ein schöner, jetzt wird Sammy fixiert, das ist so ein schöner Ton, der so ein bisschen ins Rosenholz, Movige geht, finde ich schön. Nicht so super ausgefallenes, ne? Wobei, das geht eher ins Mauve als ins Rosenholz, weil es eher ein kühlerer Ton ist. Nikolaus. Das ist ein ganz tolles Produkt zu Nikolaus, finde ich. Das ist das Born to Glow Flüssig-Highlighter mit 13 Milliliter und ich glaube, das ist auch eine Full-Size. Und deswegen finde ich das schön, dass es zu Nikolaus hier drin ist. Und ja, ich freue mich darüber tatsächlich. Ich müsste den sogar schon da haben, ansonsten habe ich ihn jetzt da. Ich versuche den jetzt wieder hier hinzustellen. Die Nummer 7 ist ein Buttergloss, finde ich total klasse. Ist übrigens auch nochmal richtig schön eingepackt, dass es halt wirklich neu ist. Cranberry Pie ist die Farbe und wir haben hier drin 8 Milliliter und das dürfte halt auch eine Full Size sein. Das ist so ein schönes Weinrot und das mag ich gerne leiden. Die Butterglosses sind halt auch nicht so furztrocken auf den Lippen. Die geben ein schönes Lippengefühl. Da habe ich auch schon aus dem letzten Adventskalender einige von da und die mag ich. Die Nummer 8 soll machen, dass es kracht und ich habe leider den Adventskalender zerrissen. Hä? Ist das nicht die gleiche Farbe? Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Lapdance, 1,5 Gramm. Aber das sieht doch fast genauso aus wie die erste Farbe. Das finde ich jetzt nicht so, ne? Also das ist jetzt aus der Nummer 1 die Farbe.
minimaler Unterschied. Der ist ein bisschen mehr peachy, der Lapdance. Und der ist ein bisschen kühler. Nicht wieder so negativ sein. Ich bin bei den NYX-Adventskalendern sehr häufig sehr negativ. Und das möchte ich eigentlich gar nicht sein, weil die können ja durchaus geil sein. Weiter gucken. In die Nummer 9. Da werden wir uns hoffentlich drüber freuen. Es ist auch alle ein bisschen ruckelig da drin. Hier haben wir ein Color Corrector quasi mit 3 Gramm, den HD Studio Photogenic Concealer. Damit kann man, ja, was kann man damit machen? Grün ist gegen Rot. Rötung mit wegmachen? Irgendwie so. Aber ist nicht, also ist das ein Star? Ich finde diese ganzen Color Correction Geschichten, machst du noch Color Correcting? Ich glaube, das macht keiner mehr, oder? Das ist so ein bisschen 2020, nee, nicht mal 2019. Wie wird's mit der Nummer 10 weitergehen? Als ich den Lip Liner und den Kajal aus dem Adventskalender gezogen habe, hatte ich schon fast befürchtet, dass wir hier auch solche Sachen drin haben werden. Schade, ne? Also quasi halt so Klassiker-Tools. Ist auch irgendwie ein Star, okay, ist ein Anspitzer. Ja, ne, kannst du halt dicke und dünne Stifte mit anspitzen. Ist okay. Und ich finde auch irgendwo sinnvoll, dass wenn du halt in einem Adventskalender Produkte mit drin hast, die man anspitzen muss, dass man da auch sowas mit drin hat. Ja. Die Nummer 11. Enthält den nächsten Lippenstift, der aber sehr schön zu dem Lip Liner, das war der Kajal, passt. Ja, sehr gut. Der ist ein bisschen dunkler, der Lip Liner von eben. Und hier haben wir Minimalism, ist die Farbe Creamy Lipstick. Oh, das finde ich schön. Ja, ne? Dürfte dann nur Full Size sein. Die Farbe mag ich gerne leiden. Das finde ich schön. Tolle Farbe. Halbzeit für uns Richtung Heiligabend, aber lange noch nicht die Halbzeit vom Adventskalender. Tut mir leid, aber ich muss den hinlegen vor mich, weil ansonsten fällt einfach alles runter. Ne? Wo waren wir jetzt geblieben? Bei der Nummer 12. Okay, da haben wir jetzt drin einen Augenstift und zwar in der Farbe Black Shimmer. Oh, das ist eine coole Farbe, weil der wirklich Schimmer mit drin hat. Das sieht man hier, das sind so Silber-Glitzerpigmente enthalten. Das finde ich cool, das ist speziell, ne? In der 13 haben wir schon wieder einen Concealer drin und diesmal in so einem Gelb. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, Yellow. Es ist so überhaupt nicht zeitgemäß, Leute. Schade. Schade, schade, schade. So viele Color Correction Viecher mit dabei. Und viel zu dunkler Concealer, ein Gelb und ein Grün. Kriegen wir jetzt auch noch Pink? Wahrscheinlich. Also Monolidschattenliebhaber werden sich darüber freuen. Wir haben in der Farbe Betrayal einen Monolidschatten. Auch wieder mit 1,5 Gramm. Und das ist ein ganz, ganz dunkles Braun. Mit sehr warm, also so Rotstich auch mit drin, ne? In der 15 haben wir mal wieder einen Stift. Ist ja super, denn wir haben ja einen Anspitzer, mit dem wir diese ganzen Stifte, die drin sind, auch anspitzen können. Ein Matte Lip Liner in der Farbe Los Angeles. Das ist aber auch schon wieder eine schöne Farbe. Aber irgendwie haben wir hier 50 Shades of Braun, Nude, keine Ahnung, gefühlt, ne? Ich glaube, es stand auch auf der DM-Homepage, welche Produkte so enthalten sind. Ich hatte kurz so ein Bild gesehen und habe mir gedacht, ach komm, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Aber irgendwie jetzt, wo ich das aufmache, denke ich mir, noch ein Lip Liner. Mhm. 1,04 Gramm in der Farbe Natural. Ich sag's ja, ne? 50 Shades of Nude. Tragbar, definitiv. So, 17, was haben wir hier? Ein Jumbo, Jumbo, Eye Pencil, Crayon Polyue, 5 Gramm sind hier drin. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Produkt, weil sowas kannst du als Lidschattenbase verwenden oder als dicken Eyeliner und dann nochmal mit einem bunten Eyeliner so entlang malen nochmal. Da kannst du coole Looks mit schminken. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Doch. Jetzt gehen wir in die Weihnachtswoche und ich suche mir mal hier die Nummer 18. Ja, hier haben wir auch wieder einen Lippenstift in der Farbe Thalia oder Thalia Creamy Lipstick. Jo. Passend auch zum Lip Liner wieder so ein... Ja, nude-farbenes Produkt irgendwie, ne? Aber schön, definitiv. Passt auch zu dem Lip Liner oder zu manchen Lip Linern hiervon. Gut, aber langweilig. 19. Ach guck, den gleichen Jumbo Eye Pencil in schwarz haben wir jetzt hier nochmal. Da sind 5 Gramm drin. Jo, ne? Gleiches System. Oder man kann hier schwarz und weiß kombinieren. Jo. So eine schwarze Base ist auch manchmal für Glitzertöne oder Schimmertöne auch ganz geil. So, wie geht's denn in der Weihnachtswoche weiter? Wir gucken mal in die Nummer 20. Ja, auch bei den Lidschatten, ne? Die sind dann nicht so experimentierfreudig. Leather and Lace, 1,5 Gramm ist hier dieser Mono. Ja,
ist irgendwie auch wieder ein recht langweiliger Ton. Ne? Kann man sicher einen schönen Look mit schminken, dass man halt diesen dunklen Ton hat, den mittleren Ton und einen von den beiden hellen Tönen. Aber irgendwie öde. Ach Mann, ich möchte, dass es jetzt irgendwie spektakulärer weitergeht. Komm, wir schauen mal jetzt schnell in die Nummer 21 rein. Zu viele Stifte. Ist auch wieder ein Lip Liner. Lip Pencil. 1,04 Gramm. In der Farbe Peekaboo Natural. Ja, auch wieder. Wer hätte das gedacht? So ein Nude. Also bei der Aufmachung von dem Adventskalender denkt man sich, kabam. Und dann machst du ihn auf und denkst dir, weiß ja nicht. Noch ein Lip Liner. Alter Schwede, ist ganz schön viel, ne? NYX Suede. 1 Gramm haben wir hier drin in der Farbe Soft Spoken. Also sehr, sehr ähnlich. Und auf den Lippen, die kannst du ja schon, die kannst du auseinanderhalten. Ja, natürlich, gerade bei Make-up-Lovern, wir merken das ja schon, ne? Aber es ist schon alles sehr ähnlich. 23, der Tag vor Heiligabend. Ein brauner Monolidschatten in der Farbe Blame It on Midnight. 1,5 Gramm. Jo, Haselnussbraun würde ich dazu sagen, ne? Heiligabend, die Nummer 24. Wobei NYX ist ja eine amerikanische Firma, also deswegen wird eigentlich die 25 krasser sein. Wobei, nö. Oh, das finde ich cool. Von NYX, der Control Freak, das ist ein Eyebrow-Gel, eine Full-Size mit 9 Gramm. Sowas finde ich schön, ne? Das soll auch ein sehr, sehr gutes, haltbares Produkt sein, wenn ich das so richtig mal gehört habe. Selber ausprobiert habe ich es noch nicht, werde ich jetzt aber. Das finde ich gut. 25, komm, wir haben jetzt hier gerade einen Lauf. Hier haben wir ein Buttergloss drin mit 8 ml in der Farbe Creme Brûlée. Eine wunderschöne, richtig geile Farbe. Kann ich euch voll ans Herz legen. Ist echt super tragbar. Mag ich gerne leiden. 26. Oh, guck mal. Diesen Liquid Highlighter Born to Glow haben wir jetzt hier mit dabei. Den hatten wir ja eben schon in einer anderen Farbe. Jetzt haben wir 13 ml von dem Gleam. Der ist mir ein bisschen zu dunkel, deswegen wird die Farbe weiter wandern. Aber die andere Farbe finde ich ja richtig klasse. Ne? So wurde jetzt auch schon so ein bisschen daran gedacht, dass es gegebenenfalls vorkommen kann, dass hier unterschiedliche Hauttöne vertreten sind. Nice. 27 ist klein, aber hoffentlich fein. Wow. Wow, wow, wow. Wow im Sinne von, das saß bombenfest hier drin. Shimmer Down Pigment in der Farbe Mauve Pink. Ja, es ist alles irgendwie Mauve, ne? Ja, damit kann man dann quasi diese relativ öden Monolidschatten aufpeppen und hat hier so ein schimmerndes Pigment auch mit dabei. Kann ich persönlich überhaupt nicht mit umgehen. Ich sehe danach aus wie eine Fee. Also wird weiter wandern, aber passt auf jeden Fall hoch zu den Produkten, die vorher drin waren. 28. Schon wieder ein Stift. Aber eine geile Farbe. Oh, das feiere ich. Das ist ein Augenstift und zwar 1,1 Gramm in der Farbe Sapphire. Also ein schönes, schönes Saphirblau. Das mag ich gerne leiden. Das ist toll. So, endlich mal eine bunte Farbe. Das ist die, ja gut, abgesehen von diesem grünen Concealer, ist es die erste krass geile bunte Farbe. Yay. 29. Wir haben wieder einen Lip Liner. Woo, Lip Suede, La La Land ist die Farbe. Mhm, 1 Gramm sind hier drin. Sehr eintönig. Sehr, 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 sehr eintönig. Oh mein Gott. Aber ich sage jetzt nicht, das ist noch so nude, ne? Es ist alles irgendwie nude und mal in die kühlere Richtung, in die bräunliche Richtung, in die rötlichere Richtung. Aber, oh. Gut, jetzt haben wir hier das vorletzte Kläppchen, die Nummer 30. Es ist wieder länglich. Bereite mich doch einfach mal etwas krasser vor für, nein, für Silvester, oh mein Gott, in der Farbe Mauve tatsächlich. Ein NYX Lip Pencil, 1,04 Gramm. Ja, die Farbe ist diese hier. Oh mein Gott, es ist schon hardcore. Okay, 31, ne? Das ist jetzt hier Silvester, Rampampam, Eskalation und natürlich haben wir hier eine Mascara drin. Leider nur eine kleine Größe von der Worth the Hype Mascara, 5,25 ml. Die ist gut, ne? Also die ist jetzt nicht überragend, da habe ich definitiv auch bessere, auch aus der Drogerie. Aber ja, ist klar, dass die halt in der 31 drin war, weil ja, wir hatten noch keine Mascara. Außen, kabuff, kabam und drin, taralalam. So nach dem Motto, weißt du, das ist halt irgendwie voll langweilig. Wir haben, also NYX steht für mich, für Glitzer. Für Farbe, für Eskalation, für trau dich was. Aber wir haben hier Butterglosse drin in recht human zurückhaltenden Farben. Klar, das ist alles tragbar. Ne? Also da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Ja, wir haben ja auch ein bisschen Concealer und Color Correction drin. Aber wir haben hier nichts Eskalatives mit dabei. Nö, wirklich nicht, oder?
Ich fand den langweilig. Hat sich einfach mal nicht gelohnt. Krasser Wert, sehr wahrscheinlich, weil nichts ist keine günstige Marke. Aber null Abwechslung. Ihr Lieben, ich laber. Vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.